Liebe Kartell- und Bundesbrüder, Karsamstag, das ist der Tag der Grabesruhe. In vielen Kirchen ist zumindest in den letzten Jahrhunderten immer die Tradition gewesen und heute fällt das leider durch bekannte Gründe aus, dass ein heiliges Grab aufgestellt und verehrt wird. Warum tut man das? Nicht, weil man daran denkt, dass Jesus jetzt als Leichnam in diesem Grab ruht, sondern weil man weiß, dass dieses Grab leer werden wird, dass das nicht gefüllt bleibt. Im Mittelalter und in der Väterzeit der Kirche hat man am Karsamstag und angelegentlich des Karsamstages die sogenannte Dezensio-Theologie entwickelt. Das heißt also die Theologie der Höllenfahrt Jesu. Das war jetzt nicht eine Theologie, in der es darum ging, Jesus in den Orkus zu verweisen. Er hatte ja keine Sünden. Er war in allem uns Menschen gleich, außer der Sünde. Dementsprechend war die Hölle nicht sein Schicksal. Aber die Väter der Kirche und auch die Theologen des Mittelalters gingen davon aus, dass an diesem Tag des Karsamstags Jesus in die Sheol, das ist das Totenreich des hebräischen Glaubens, des hebräischen Denkens, hinabfuhr, um keinen, der vor ihm bereits gestorben war, von Adam bis Eva bis zu Johannes dem Täufer in dieser Dunkelheit, in dieser Schattenwelt zu lassen. Die Descensio, die Höllenfahrt Jesu, die mit der Grabesruhe am Karsamstag einhergeht, ist eigentlich eine frohe Botschaft hin auf Ostern. Gott verkündet nicht nur den Lebenden und denen, die später kommen werden, ewiges Leben, Auferstehung aus dem Tod, Hoffnung, dass da eine Zukunft voller Heil, voller Licht, voller Freude ist, sondern er gibt keinen des Menschengeschlechtes, keinen Angehörigen unserer sehr eigenen Spezies Mensch auf. Er geht jedem hinterher, um alle zu erlösen. Der Karsamstag ist deshalb kein Tag, an dem wir uns Gottes enthalten würden, sondern es ist ein Tag, in dem wir Gott zutrauen, dass er die ganze Welt, alle Generationen, alle Menschen, die es je gegeben hat, in sein Reich einlädt. Und wir wollen morgen am Ostertag das mit einem frohen Halleluja, mit einem kräftigen Gloria gegen jegliche Trauer, gegen jegliche Düsternis, gegen jeglichen Schatten als eine Art Retrovirus des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe in die Welt verkünden. Und das wünsche ich euch auch. Gesegnete Ostermorgen und vertraut auf den Herrn. Gott behüte euch alle und bleibt gesund. Euer Thomas Schwarz.